Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 2.50 Uhr am 6.3. und wie ihr seht, sind wir schon zu dritt auf dem Weg zum Flughafen. Dort treffen wir nämlich gleich Robert und dann geht es nach Orlando zur UCA heute. Wir können es kaum glauben. Peggy, wie fühlst du dich? Noch nicht so bereit, als wenn es losgehen würde. Mal gucken. Marcel, bist du schon aufgeregt? Nee. Noch gar nicht? Nein, ich bin nur müde. Er hat nämlich kurz vorher noch geschlafen, deswegen. Ja, wenn wir gleich am Flughafen sind und Robert sehen, dann geht's weiter. Wir vloggen nämlich für euch die ganzen 10 Tage durch. Seid gespannt. Hey ihr Lieben, wir sind gerade aus dem Bus raus, stehen jetzt hier am BER. Nadine ist auch da. Marcel schon auf dem Weg, um Robert zu suchen. Wir machen uns mal auf den Weg und melden uns gleich, wenn wir ihn gefunden haben. Wir sind am BER. Peggy ist fleißig am Vloggen für euch von Tag 1. Und ja, wir warten auf Robert. Robert. Und, auch schon. Und dann geht's gleich zum Check-in. Morgen Robert. Morgen Peggy. Morgen Nadine. Wir sind am BER. Morgen. Peggy ist mehr Eindrücke später. Wir haben unsere persönlichen Mappen mit allen Informationen und machen uns jetzt auf den Weg zum Check-in, weil das hat irgendwie online gestern Abend nicht mehr funktioniert. Deswegen drückt uns die Daumen, dass es jetzt alles klappt. Ja, ja, Check-in ist mittlerweile erledigt und jetzt sitzen wir hier und warten, dass wir gleich zur Security-Check gehen können. Der geht's auch da. Und die Jungs kommen auch schon wieder. Uhu. Und das ist der BER in Berlin. Ja, die erste Sicherheitskontrolle haben wir überstanden. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Gate, um nochmal durchgecheckt zu werden. Schauen uns zwischendurch mal so ein bisschen im BDP um. Und melden uns später. Hallo ihr Lieben, wir sind mittlerweile gut in London angekommen. Da ist Nadine noch an ihrem Smoothie trinken. Robert, der gerade noch ein bisschen entspannt, und Marcel, der sich gerade leider so ein bisschen mit Kopfschmerzen quält. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es ihm auf dem zweiten Flug ein bisschen besser geht. Ja, ansonsten haben wir mittlerweile gesnackt, haben jetzt noch ungefähr 2 Stunden Aufenthalt hier in London, bevor der Endspurt über den Teich losgeht. Wie war der erste Flug, Nadine? Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich habe tatsächlich die ganze Zeit geschlafen. Ich habe den Start nicht mehr so gut mitbekommen, habe dann was getrunken und bin irgendwann, als wir schon am Finger standen, wieder aufgewacht. Aber wenn man viel Zeit hat, dann kann man sich auch mal die Nägel lackieren hier in London. Es ist soweit. Dort steht unser Flieger nach Orlando. Das Boarding hat bereits begonnen. Wir begeben uns gleich auf den Weg. Und wir hören uns später. So viel Kaffee wird getrunken, Marcel. We are excited. Folgt ihm auf TikTok.
Er wollte es immer mal sagen. Er wollte es immer die ganze Zeit mal sagen. Ich habe Hunger. Oh ja. Und Marcel sagt einfach, wir verstehen es einfach nicht. Funktioniert? Weiter geht's. Ich habe herausgefunden, immer wenn er in die Tasche erzählt, weil ich muss mal Reisegepäck aufheben. Und der Handgepäck. Oh, meine Laptop-Tasche ist super heavy. Immer wenn sie die abstellen, weil wir an der Schlange anstehen, geht's weiter. Geht's weiter? Keine Ahnung. Du stehst. Ich habe deine Hauptschuhe noch. Ja. Ready? Be quiet. Mal gucken. Noch nicht? Mal gucken. Das ist der Vorführeffekt jetzt. Weißt du? Oh, doch. Liegt alles am Kamera. Sehr gut. Hier steht wieder der Pilot. So, Leute, solltet ihr jetzt Taschen sehen. Wir puseln uns da jetzt durch. Ja. Du gehst vor. Ich hab kein Internet, aber ja. Ja. The honorable thing, yeah. Ist das jetzt die 30? Ja. Nice. Hier. Hier hab ich. Ja, ich bin die Fenster. Da sitzt Marcel. G-F-E-D. 30? Gefunden? Hier, ja. Perfekt, ich sitze am Gang. Ich hab F. Das ist schon 31. Also sitzen wir hier oder? Ja. Wir sitzen alle zusammen. Yes. Ja. Sitze ich am Gang und es ist immer so, Nadine und ich müssen zusammensitzen. Was? Am Gang? Wir machen uns kurz fertig und nehmen euch gleich fertig. Hallo ihr Lieben. Die letzten Stunden war es ein bisschen ruhiger auf uns. Wir sind gerade im Landeanflug auf Florida, beziehungsweise besser gesagt Orlando genauer. Nadine packt gerade noch die restlichen Sachen zusammen. Die Jungs sind schon wieder fertig mit ihrer Welt. Ja. Wir haben die Zeit genutzt, um ein bisschen zu schlafen und nehmen euch jetzt mit auf dem Weg zum Einchecken bzw. wenn wir gleich Effi treffen. Bis später. Unglaublich aber war, nach, ich glaube jetzt mehr als 14 Stunden sind wir in Orlando gelandet. Hallo ihr Lieben, wir sind in Orlando, wir sind in unserem Haus angekommen. Es ist jetzt schon dreiviertel oder kurz vor 11 Ortszeit. Ja. Wir waren gerade noch einkaufen für heute und morgen früh. Wir sind alle wirklich ein bisschen müde. Wir sind seit heute Morgen um 6 unterwegs. Mit dem Auto hat alles super gut geklappt und das ist unser Haus. Wir geben euch mal einen ganz kurzen Blick nur drauf und versprechen euch, dass ihr ab morgen dann einen Roomtour von uns bekommt. In dem Sinne, Peggy, würde ich sagen, gute Nacht. Ja. Schlaf gut. Liebe Grüße aus Orlando und wir freuen uns auf morgen, wenn wir euch wieder mitnehmen. Den Tag über. Gute Nacht. Tschüss.